Hi Leute und willkommen zurück zu Uncharted. Wir sind weiter in die Hauptstadt Belur eingedrungen und haben jetzt hier wieder so ein paar Räder zum Drehen gefunden und wir werden hier mal dran. Nach und nach alles bedienen und schauen, was passiert. Die Hand bewegt sich. Etwas genauer. Rechte Hand. Untere. Rechte Hand. Liegt es an der Größe der Statue, aber fällt jetzt erst die Königskobra um Shivas Hals auf. Erzähl uns mehr. Das ist Vasuki, ein König der Nagas. Wesen, die als Königskobra erscheinen. Steht für seine Macht über Angst und Tod. Kobras sind meine Lieblingsschlangen. Ich glaube, ich habe keine Lieblingsschlange. Okay, da oben ist noch mal so ein Rad. Aha, ich verstehe. Okay, und jetzt? Da muss mehr dahinter stecken. Wir müssen es nur herausfinden. Was sollst du denn da? Okay, eine Linse. Muss da oben irgendwas machen. Ja, immer schön vorgehen, NPC, damit ich weiß, dass es lang geht. Aha, ich verstehe. Da sind Haltegriffe auf der anderen Seite dieser Fenster. Cool. Ich gucke gerade. Ach so, okay. Weg! Haltegriffe vor allen Dingen, weißt du? Das ist einfach nur Verzierung. Aha. Okay, ich nehme die hier. Ich hole Shivas Trommel runter. Na toll, sie hat Shiva einen runtergeholt. Oh, wir beeilen uns besser. Nadine? Was ist mit dir hier? Gehst du auf? Ne. Ah, es hat einen Zeitmechanismus. Ungeil. Geh vor, du NPC. Los. Aber wir klar. Ich schätze, wir hätten da rausspringen sollen. Naja, versuchen wir es nochmal. Ey. Das verarscht mich doch. Springen. Hä? Sie steht hier auch wieder nur rum. Na los, spring zur Trommel. Ich dachte, es wäre eine Sanduhr. Es ist eine sanduhrförmige Trommel. Aha. Das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Hey, hey, da! Halt dich irgendwo fest. Okay, ruhig. Oh, alles okay. Heraus, was da oben ist.
bringe uns. Liegt nicht an mir. Wasser. Oh. Ich sollte dasselbe an der anderen Seite machen. Sichere Sache. Ich warte hier. Aber klar. Aha. Komme ich hier jetzt irgendwie hoch? Oder können wir einfach runter? Au. Juhu. Natürlich. Ah, da vorne ist noch eine Kurbel. Jetzt tu mal so, hier, zumindest weil der Sprung war. Das dachte ich mir. Okay. Und jetzt? Wow, ich muss los. Ach so, okay. Ah, das wird nichts, oder? Ja, ist schon klar. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ist nicht genauso. Hüpf weiter. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh, super Vorschlag. Ah, das war echt knapp. Fast hätte ich meine Hose zerstört. Klatsch. Klatsch. Also dann. Na, geht doch. So ein Zufall. Dann lass uns mal sehen, was da oben ist, ja? Was das? In einem Moment wissen wir mehr. Das klingt doch gut. Ja. Das Licht scheint genau auf diese Statue dort drüben. Ich schätze, wir sind noch nicht fertig. Wenn die Hoysala etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Das alles? Spiegelrätsel sieht man doch. Ne? Ja, war klar.
Mal los. Ein bisschen weiter vielleicht? Nein. Das Ding, das sie hält, das ist ein Prisma. Ja, ja. Okay. Können wir noch... Wo? Du hattest recht. Klar hatte ich das. Womit? Mit dem, was du gesagt hast, da wo die Statuen und Äxte waren. Dass aller guten Dinge drei sind. Drei Spitzen eines Dreizacks, das Licht teilte sich in drei Strahlen auf und Shivas drittes Auge. Okay, da ist die Statue kaputt. Ist das schlecht? Also man kann da auf jeden Fall rüber, aber ich weiß nicht, ob das denn was bringt. Okay. Sieht gut aus, ja. Jetzt kümmern wir uns um die anderen beiden. Mhm. Als wenn ich da rüber schwinge, wenn ich einfach rüber gehen kann. Du musst da drüben hin. Ne? Irgendwie. So. Besser. Okay. Na, lässt du los? Hallo, lass du los. Danke. Das Licht trifft die Statue, aber nichts passiert. Ja. Schöne Scheiße. Die hier ist kaputt. Lass mal sehen. Moment. Hast du das? Ja. Bitte. Du bist eine tolle Statue. Rüber mit dir. Das Ding ist schwer. Okay. Echt jetzt? Echt? Kann man sie noch drehen? Nee. Vorsicht. Die Kante sieht nicht stabil aus. Alles klar. Ach, die kann man hochziehen. Na. So. Okay. Mist, wir müssen uns erst um die andere Seite kümmern. Also kann ich den Spiegel hinlegen? Wenn du musst. Ach, das geht da oben gar nicht gegen. Okay. Sorry.
dachte, das wäre schon fertig, wenn das hinten nach oben geht. Doch noch einmal alles drehen, oder wie? Schau hoch. Die Statue steht nicht richtig. Ah, okay. So. Nadine, bist du so nett? Bin dir weit voraus. Verarscht mich halt. Okay. Das hättest du aber gleich machen können. Oh Gott. Kann sein, dass ich vergessen habe, dass hier ein Loch ist. Okay, kannst du wieder zur Statue werden? Wir müssen hier weg. Auf die Scheibe. Priorität. Wie keiner mehr kommt auf einmal. Vorbei hier.
versaut, Boys. Lol. Ich habe gedacht, man könnte da auch an der Seite lang. Als ich runtergesprungen bin, war es falsch. Oh, ganz schön heftiger Stoß. Ich habe mir Sorgen gemacht. Kommt, Zeit für ein Wiedersehen. Er wollte euch nicht verraten, trotz meiner Überzeugungsversuche. Oh, Sam! Hey, du hast es geschafft? Oh Mann. Schon gut. Er schlägt wie ein Mädchen. Ist das so? Ohne diese Handschellen würde ich dir zeigen, wie Mädchen schlagen. Was zur Hölle macht die denn hier? Du meintest, ich brauche Hilfe, das ist sie. Ja, aber... Ich muss gestehen, du bist ganz schön gerissen. Erst stiehlst du meine Scheibe, dann lässt du mich durch deinen Experten ablenken. Das ist clever. Vielleicht fließt in dir ja doch ein wenig indisches Blut. Klar. Die Lorbeeren nehme ich. Okay, okay. Also, Nadine Ross. Sprich mich nicht. Verdammt. Ich wollte sagen, du siehst gut aus. Hörst du schlecht? Das stinkt hier so. Oh, tut mir leid. Fließendes Wasser und Seife waren in der letzten Zeit eher Mangelware. Gott. Von all den Leuten, die du hättest herbringen können. Sie hat mir mehr als einmal den Arsch gerettet. Du weißt aber noch, dass sie versucht hat, Nathan und mich umzubringen. Und zwar mehr als einmal. Bleiben wir fair. Ihr beide habt dasselbe mit ihr versucht. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sobald wir ihr den Rücken zudrehen, haben wir ein Messer drin. Ich kann übrigens jedes Wort hören. Ich weiß. Ich vertraue ihr. Weißt du was? Schön.
Ich bin nur ein kleines bisschen sauer, dass wir hier mit leeren Händen rausmarschieren. Aber damit kennst du dich aus, stimmt's? Oh, Mann. Das hat Klasse, danke. Alles zu seiner Zeit, Kinder. Kannst gern noch mehr haben. Fahrradständer nach der Schule. Beeil dich. Guten Tag, ja. Anscheinend haben die Könige eine letzte Aufgabe. Aber uns brauchst du wohl nicht mehr, also machen wir uns mal auf. Oh, im Gegenteil. Du kennst diese Geschichte. Also, Shiva gab Parashurama die mächtige Axt, die Ganesha im Gesicht traf, wodurch Shivas Sohn, einer der größten unter den Göttern, in die Knie gezwungen wurde. Ein weiteres Kriegsopfer. Tu's nicht. Ja, genau, Chloe. Er wird dich einfach um... Er hat recht. Aber wenn du dich weigerst, siehst du sie sterben. Stück für Stück. Okay. Halt, stopp. Chloe, nicht! Okay, mal sehen, was wir haben. Okay, ob noch was passiert, sehen wir im nächsten Part. Ciao, Leute.